Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu einem kleinen Technik-Commentary oder The Point of Contact. Das ist doch der berühmte Alien-Modus aus Ghosts. Und heute habe ich natürlich mal wieder was vorbereitet. Und zwar ein Technik-Commentary über Handys. Handys, ihr habt richtig gehört. Diese komischen Teile, wo man Leute anrufen kann. Aber bevor wir hier über Handys reden und über die ganzen Sachen, was die heute alles können, was sowieso an ein Wunder grenzt, muss man wirklich mal so sagen, weil vor vielen Jahren waren Handys ein riesiger Klotz, unglaublich viel Elektronik drin, eine riesige Antenne. So sahen damals Handys aus. Und heute sind Handys dünn, leicht und haben ein Full HD bis höhere Auflösung, bis Retina. Also wirklich, wir haben damals die Handys ja mit dem Finger benutzt. Das war damals ganz normal. Damals konnten die Handys tatsächlich nicht viel außer telefonieren. Das konnten die Handys von früher. Und dann kamen irgendwann mal Handys mit bisschen größeren Bildschirmen. Und dann konnte man Spiele spielen wie das bekannteste Handyspiel damals. Es hieß Snake. Nein, nicht Tetris. Das kam erst ein bisschen später. Das hat erst später ein bisschen Feuer gebracht. Ne? Erst später wurde das zum Hype. Aber Snake war auf dem Handy damals wirklich unglaublich das Call of Duty von heute. So war das damals. Damals haben die Leute das wirklich gespielt. So, und auf jeden Fall sind Handys heute ganz kompliziert. Man kann sie nicht einfach erklären, dass sie so kompliziert aufgebaut sind. Heutige Handys haben sogenannte Mikrochips. Diese Chips sind so kompliziert aufgebaut, dass ich sie euch nur schwer erklären kann. So ein Chip hat unglaublich viele Daten. Da ist die Software zum Beispiel drauf. Ja, da gibt es zum Beispiel den Doppel-Core-Prozessor oder Vierkerne-Prozessor. Das ist einfach das Ding, was das Teil antreibt, das Herz sozusagen. Und das kann auch so viel Power liefern. Das finde ich heute immer wieder krass. Ich meine, solche Handys können unglaublich viele Farben herstellen. Eine unglaublich schnelle Reaktionszeit haben die Handys. Unglaubliche Videos kann man damit produzieren, das war ja damals unmöglich. Man kann auch sagen, ein Handy ist ein tragbares Fernsehstudio und man kann dieses aufgenommene Material in das Kino produzieren. Und das Kino, das heißt YouTube. Und die Zuschauer, die heißen Abonnenten. Und die Abonnenten, die können Kommentare verteilen. So, und das weltweit. Und das ist doch irgendwie krass. Und das vergessen wir. Das ist etwas Menschliches. Der Mensch vergisst tatsächlich das, was der Mensch geschaffen hat. Das sieht der Mensch nämlich immer als normal an. Aber das ist nicht normal. Leute, wir waren schon auf dem Mond. Wir haben schon Aufnahmen mit dem Ding gemacht. Mit der Mars-Sonde Curiosity von der Mars-Oberfläche. Aber heute interessiert das hauptsächlich keinen mehr. Aber das sollte uns eigentlich interessieren, weil das wirklich unglaublich ist. Weil vor 100 Jahren, damals noch mit der Kutsche, sind die Leute rumgeritten in der Stadt. Und heute? Ja, heute bin ich im Internet unterwegs und kaufe mir die Sachen einfach per Warenkorb. So sieht das heute aus. Herrlich! Irgendwann mal wird es auch möglich sein, wahrscheinlich sogar Dinosaurier zu klonen. Und was ich sogar glaube, in die Zukunft reisen. Aber das kommt in einem nächsten Commentary. Das Commentary Back to the Future. So, das war's eigentlich schon, das Ende des Commentaries. Ihr könnt auf jeden Fall schreiben, was für ein Handy ihr habt. Ich habe ein Samsung Galaxy S4 Mini. Bei dem Ding bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ist ein cooles Teil. Hat viel Power und ist klein. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.